Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin hier, um Herrn Wild zu würdigen. Das Studienobjekt von Herrn Christian Wild wird alljährlich von Millionen von Menschen auf- und heimgesucht. Sie sind ebenso wie der Preisträger von diesem Objekt sicherlich fasziniert und viele auch von seiner Schönheit begeistert. Wir reden von Korallenriffen. Die sind aber nicht nur schön, sondern natürlich aus der Sicht des Wissenschaftlers besonders interessant, weil sie sich durch eine sehr hohe Produktivität auszeichnen. Und diese spielt eine herausragende Rolle im marinen Ökosystem und vor allem auch im Ökosystem des tropischen Ozeans. Es ist deswegen herausragend, weil der tropische Ozean im biologischen Sinne als Wüste gilt. Er ist oligotroph, nährsalzarm, und man wundert sich eben als Wissenschaftler, warum diese Korallen es fertigbringen, in so einer Wüstenregion so gut zu gedeihen. Seit etwa nur knapp 20 Jahren, in der Meeresforschung sind noch sehr viele junge Erkenntnisse vorhanden, sind Korallenriffe bekannt, die nicht in den Tropen liegen, also diese schönen bunten, lichtdurchfluteten Korallenriffe, sondern auch welche, die in der Tiefsee liegen, in ein paar hundert Meter Tiefe und in völliger Dunkelheit. Oh, okay. Alles klar, danke schön. In diesen Korallenriffen kann die Primärproduktion durch Photosynthese, wie sie vielleicht noch in den bunten Korallenriffen möglich ist, nicht mehr stattfinden. Vielleicht sind das nur noch indirekte Effekte, die dort die Ernährung dieser Lebensgemeinschaften ermöglichen. Jedenfalls bin ich sehr erfreut, dass Herr Wild eben nicht nur die touristisch wirksamen oder attraktiven, sondern auch die dunklen, kalten Korallenriffe mit bearbeitet. Warum sind sie dunkel? Weil das Sonnenlicht nur bis etwa 100 Meter Tiefe eindringt und deswegen ist es eben sehr schwierig, dort noch Photosynthese zu machen, wenn es tiefer liegt. Die hohe Produktion ist eben auch dort ein großes Fragezeichen und jetzt scheint es so zu sein, als ob ihnen diese Produktivität zum Verhängnis wird. Denn viele Fischer haben schon die reichen Fanggründe über den Korallenriffen ausgemacht und es wird dort häufig gefischt und es geht häufig mit der Vernichtung der Korallen einher. In Norwegen versucht man dies zu bekämpfen, in anderen Ländern gelingt es noch nicht und der Erfindungsreichtum der Fischer angesichts zahlreicher bereits abgefischter Fischgründe ist unerschöpflich. Herr Wild studiert nicht nur diese touristisch attraktiven, sondern im Parallel auch die Kalten. Und durch den individuellen Einsatz eines originellen methodischen Verfahrens ist es Herrn Wild gelungen, unser Verständnis der Stoffflüsse innerhalb der Riffe tiefgreifend zu verbessern. Sein besonderes Augenmerk galt dabei der Rolle von Korallen als Ingenieuren ihres eigenen Ökosystems und dabei vor allem der Funktion bestimmter organischer Substanzen, die die Korallen selbst absondern. Die werden genannt biogene Mucus-Exsudate, so werden sie vom Fachmann genannt. Ein Laie würde sich vielleicht darunter einen gewissen Schleim vorstellen, die diese Korallen absondern. Und durch die Arbeiten von Herrn Wild ist bekannt, dass das recht große Mengen sind. Man spricht von bis zu 5 Litern pro Quadratmeter und Tag von diesem Zeugs, was die absondern. Dieses gilt wiederum als Nahrung für andere Lebewesen und mag vielleicht auch irgendwelche Dinge, die auf die Korallen herabrieseln, binden, sodass es nicht wegschwimmen kann und auch weiterhin als Nahrungssubstrat dort erhalten wird. Diese Exsudate bilden eben auch Lebensgrundlagen für nicht photosynthetische Lebensgemeinschaften im Inneren des Riff-Ökosystems. Und für das Verständnis der Entstehung von Korallenriffen ist dies eine sehr wichtige Erkenntnis. Herr Wild ist als Leiter einer selbstständigen Emiolöter-Nachwuchsgruppe am Biogeo-Center der Ludwig-Maximilian-Universität in München tätig und dort untersucht er weiterhin diese hochinteressanten marinen Stoffkreisläufe. Der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für Christian Wild ist eine weitere Auszeichnung auf seinem schon erfolgreichen Weg, der nach seinem Studium der Meeresbiologie am Australian Institute for Marine Science in Townsville, Australien, ich war da auch mal, ein ganz toller Platz, dicht am Barriereriff, und am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven und seiner Promotion im Jahre 2003 am Max-Planck-Institut für Mikrobiologie in Bremen erhielt er dann doch tatsächlich im Jahre 2005 die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft. Die Gutachter für den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis betonten besonders zwei Aspekte
bei Herrn Wild. Einerseits die besondere Qualität des Forschungsansatzes und die herausragende Publikationsleistung zu einem Thema größter Umweltrelevanz. Andererseits die Interdisziplinarität seiner Forschung an der Schnittstelle zwischen Ökologie und Biogeochemie. Für diese Verdienste und seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der marinen Ökologie erhält er heute den Meyer-Leibniz-Preis, zu dem ich Ihnen, Herr Wild, ganz herzlich gratulieren möchte. Der Satz mit dem, dass die DFG Sie weiterhin wohlwollend betrachte, steht hier nicht, aber ich nehme das auch mal an, das ist auch für Sie.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sagte Heinz Meyer-Leibniz, es kommt immer auf die Person an, das ist mein tägliches Wort. Dies gilt auch für das Gelingen einer solchen Veranstaltung wie heute Abend und ich möchte vor allem auch im Namen von Frau Bundesministerin Schawan und im Namen meines lieben Kollegen Professor Nehmer allen Beteiligten einen herzlichen Dank aussprechen. Zunächst der, ja, zunächst der Bundeskunsthalle und allen Beteiligten hier, deren Gastfreundschaft die DFG heute zum wiederholten Mal genießen darf. Darüber hinaus, ja, das ist ein Applaus wert. Darüber hinaus bedanke ich mich bei allen Mitwirkenden, zunächst der Firma Delta Laser, dann Vince Ebert sowie dem Saxophonquartett Double X. Das sind Angelika Nissier, Caroline Thon, Christina Fuchs und Christine Hörmann. Einen besonderen Applaus für Sie. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Blumenstrauß für Sie. Ja, wunderbar. Für unseren Kabarettisten haben wir, ja, genau. Ich wurde jetzt hoch. Ja, und dann geht mein Dank schließlich auch an die 6 Laudatoren, die uns in, ja, ich würde sagen, sehr verständlicher Weise die wissenschaftliche Welt unserer Preisträger so wunderschön näher gebracht haben. Nochmal herzlichen Dank an Sie. So, nun steigen wir der Bundeskunsthalle aufs Dach. Wir laden Sie ganz herzlich ein zu einem Empfang. Anschließend, ganz oben, wie gesagt, ich wünsche uns allen einen guten Appetit und gute Gespräche und bleiben Sie der DFG gewogen. Dankeschön.